Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über den Wechselstrom. Parallelschaltungen. Sind bei Parallelschaltungen. Wir haben gemacht Parallelschaltung von R und L. Wir haben gemacht Parallelschaltung von, naja, das kann man nicht gut lesen, gell? Wurscht, ihr legt es da her. Also Parallelschaltung von R und L haben wir gemacht. Parallelschaltung von R und C. Hat so ausgesehen, gell, mit diesen Zeigerdiagrammen. Jetzt machen wir eine Parallelschaltung von R, L und C. Ja, gut, ja, überlegen wir sich das. Jetzt will ich nur das Zeigerdiagramm zeichnen. Also wir haben hier praktisch ein U. Ja. Wir haben hier praktisch ein U. Das geht in diese Richtung. Ja. Also wie wir es da überall gehabt haben. Ja. Da ist der U. Dann haben wir natürlich ein IR. Das geht in diese Richtung. IR. Gut, dann haben wir IL, das geht nach unten. Und dann haben wir IC, das geht nach oben. Und die Summe von den Sachen, wenn ich hier nach oben gehe und noch das IL nach unten, bin ich da irgendwo. Das ergibt mir in diesem Falle dieses I. Ich denke, das ist klar, oder? Ich denke, das ist klar. I ist gleich IR plus IL plus IC. Gut. Und jetzt schauen wir uns an, was da passiert. Ja, wenn der Blindwiderstand von dem L und von dem C gleich ist. Ja, das heißt, wenn der Blindwiderstand gleich ist, XL gleich XC, dann ist die Länge von IL und die Länge von IC gleich. Wenn die Länge von IC und die Länge von IL gleich sind, ist dieser Strom hier nur IR, ja, außen merke ich gar nichts, von diesen zwei Strömen, die da hin und her rennen, ist der Strom nur IR und hat eigentlich jetzt den kleinsten betraglichen Wert, weil dann kürzer wird es nicht mehr. Ja? So groß wie IR ist er. Dieser Zustand heißt wieder Resonanz. Ja? Also wir haben abermals eine Resonanz und die ist abermals so definiert, dass wir die zwei Blindwiderstände XL ist gleich XC haben. Ja? Und wir haben eine Frequenz F0, ist die Resonanzfrequenz, wo das zutreffend ist. Weil wir haben das Omega drin. Ja? Schauen wir uns das an, wie das ausschaut. Wir haben ein Omega 0, also die Resonanzkreisfrequenz, mal L ist gleich 1 durch Omega 0C. Ja? Das ist diese Bedingung. Ja? Und mit Omega 0 ist gleich 2pi mal f0. Ja. Wenn wir die Seite, also das bringen wir auf die andere Seite da, weil da haben wir Omega 0 Quadrat L ist gleich 1 durch c. Ja. Das heißt, das Omega 0 Quadrat ist gleich 1 durch lc. Also Omega 0 ist gleich 1 durch die Wurzel aus lc. Ja. Und dann verwende ich das auch noch, ja, dann habe ich ja F0 ist gleich 1 dividiert durch 2pi die Wurzel aus LC. So ist also die Resonanzfrequenz, ist genau die gleiche Resonanzfrequenz wie bei der Serien, das ist ein Parallelschwingkreis, heißt das Zeug. Ja. Parallelschwingkreis, das ist genau die gleiche Resonanzfrequenz, das ergibt sich haargenau so. Also wir haben das gehabt beim Serienschwingkreis. Müsste hier eigentlich irgendwo haben. Da. Ja, da sehen wir. Kommt genau das gleiche raus. Ja, Omega 2pi. Ja, das ist. Ich meine, es ist die gleiche Bedingung. Ja, also es muss ja das gleiche rauskommen. Gut. Was hat das jetzt für Auswirkungen? Schauen wir uns hier die Auswirkungen an.
Die Blindströme. IL und IC heben sich gegenseitig auf. Können also auch durchaus groß werden. Ja? Können also auch durchaus groß werden. Heben sie gegenseitig ab. Es kommt ein bisschen darauf an, wie groß das U da dran liegt, ne, und wo jetzt genau die Resonanzfrequenz ist und wie lang dann eben diese Ströme werden. Aber sie heben sie zumindest gegenseitig auf, aber da dazwischen kann es schon ganz schön zugehen. Ja? Und I wird nur Gesamtstrom, ja, wird nur durch R festgelegt. Weil wenn sie der Strom und der Strom gegenseitig aufheben, dann bin ich ja genau da und dann bin ich praktisch bei IR. Ja. Und I hat bei F0 sein Minimum. Ist auch logisch. Ja. Weil wie gesagt, ich kann den ja noch hier rauf oder hier runter schieben, je nach Länge. Und da ist er halt betragsmäßig am kürzesten. Gut. Parallelschaltung von R, L und C. Parallelschwingkreis heißt das Zeug auch. So schaut das aus. Hm? Ja. Jetzt haben wir Serienschaltungen, Parallelschaltungen. Was bleibt eigentlich noch? Ein wichtiges Thema bleibt uns noch, nämlich eine Kompensation. Blindleistungskompensation heißt das. Das werden wir uns im nächsten Video ansehen, wie das denn funktioniert. Also oftmals kämpft man Blindleistung, Blindströme, die einfach so rinnen für nichts, belasten nur irgendwelche Leitungen, das wollen wir nicht. Wie wir möglichst wenig Blindleistung erhalten, wie wir die kompensieren können, schauen wir uns das nächste Mal anhand eines Beispiels an. Blindleistungskompensation nächstes Video für dieses Mal. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.